Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Im heutigen Shop hat sich nur die rechte Seite aktualisiert. Dafür haben wir allerdings einen neuen Emote drin, nämlich die Punktetafel für 200 V-Bucks. Werde ich euch natürlich gleich zeigen. Vorher solltet ihr aber jetzt direkt noch an meinem krassen Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen. Da verlose ich nämlich bis zum 24. Dezember insgesamt 2400 Euro an V-Bucks. Also jeden Tag 100 Euro. Das heißt, ihr könnt jeden Tag hier dieses Paket für 13.500 V-Bucks, dieses Paket hier könnt ihr gewinnen. Und am 24. Dezember gibt es nochmal eine Konsole eurer Wahl obendrauf. Und alles, was ihr tun müsst, um diese V-Bucks hier und die Konsole zu gewinnen, ist mich einfach nur als Creator einzutragen und mir ein Foto davon auf Instagram zu schicken. Heißt also, wenn ihr gleich noch eine Fortnite spielt, einfach kurz in den Fortnite-Shop zu gehen, hier unten rechts auf Unterstützer einen Creator zu klicken und dort Snox hier einzutragen, Snox für meinen Kanal und ein kleines Ehrenzeichen dran. Ich blende es euch hier oben nochmal ein, wie ihr das schreiben müsst. Einfach nur hier eintragen und mir davon ein Foto machen und mir auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snox. Einfach nur als private Nachricht dorthin schicken auf meinen Instagram-Account. Und ja, schon könnt ihr teilnehmen. Das könnt ihr jeden Tag neu machen. Also, ich werde jeden Tag wieder neu auslosen. Werde es mal gewinnt. Am Ende der Folge verkündigt dann immer, wer gewonnen hat. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und wie gesagt, einfach nur kurz hier Snoxy eintragen und mir ein Foto davon auf Instagram schicken und ja, schon könnt ihr teilnehmen. Dauert auch wirklich nur ein paar wenige Sekunden, sind ein paar wenige Klicks und ist komplett kostenlos, also ihr müsst dafür nichts extra zahlen oder so. Supportet mich einfach und ja, ihr könnt dann, wie gesagt, jeden Tag 100 Euro an V-Bucks gewinnen plus nochmal eine PlayStation, Switch oder Xbox am 24. Dezember so als Weihnachtsgeschenk und alternativ zu Instagram gibt es wie gesagt noch E-Mail oder Twitter, dazu sind die Infos unten in der Videobeschreibung. Und da kommen wir schon zum heutigen Daily Shop. Da haben wir weiterhin auf der linken Seite den Mottenskin drin. Das ist der Mod Mando für 1500 V-Bucks. Ich finde ja besonders die Flügel ziemlich geil. Diese doch recht technisch aussehenden Flügel finde ich ziemlich cool gemacht. Den Skin selbst finde ich ein bisschen creepy. Werde ich wahrscheinlich nicht so gerne spielen, aber die Flügel sind auf jeden Fall ziemlich nice. Allein für die würde ich mir den Skin schon fast holen. Dann haben wir noch im nächsten Slot die Lampe drin für 500 V-Bucks. Die finde ich ziemlich cool. Ich spiele mal kurz den Sound ab. Und dann noch den Gleiter, den Flatterkäfer für 800 V-Bucks. Finde ich, ist ein richtig guter Preis. Dass die nur 800 kostet, wundert mich, weil die hätte auch locker 1200 V-Bucks kosten können, auch weil sie noch so einen extra Sound hat. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir den, ich würde sagen, einer der besten Emotes überhaupt, den ich fast jeder mag, nämlich die Lama-Glocke für 800 V-Bucks. Sehr, sehr geile Emote, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch den Maximilian drin für 1200 V-Bucks. Ja, finde ich in Ordnung. Ich finde die Frau ein bisschen besser, also von den Farben und einfach dem Design her. Aber auf jeden Fall kein schlechter Skin. Dann haben wir noch im nächsten Slot den Baumspalter drin für 500 V-Bucks. Eine ziemlich coole Hacke, mir gefällt das Design sehr, sehr gut. Dazu diesen Sound. Genau, 500 V-Bucks, ein absolut fairer Preis. Dann haben wir noch die Battle Pass Stufen drin, weiterhin 600 V-Bucks für 10 Stufen plus 500 XP. Falls ihr noch nicht den Battle Pass voll habt, ich glaube es sind jetzt noch 4 oder 5 Tage bis zum Ende der Season, lohnt sich also langsam hier den Battle Pass voll zu kaufen. Dann haben wir noch im nächsten Slot den Scherpenfettwebel für 1200 V-Bucks, diesen Cowboy-Skin, wie wir mal gerne nennen, auch wenn es ja, glaube ich, eher so ein Pfadfinder sein soll. Ja, ich finde ihn eigentlich ziemlich nice, war auch schon eine Weile nicht mehr im Shop drin, kann man sich also auf jeden Fall holen. Und dann kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages, nämlich dem neuen Emote. Er heißt Punktetafel und kostet 200 V-Bucks. Und ja, ich zeige ihn direkt mal. Es ist eigentlich extrem simpel gezeigt, was er macht. Und zwar präsentiert er einfach nur eine Tafel, auf der eine Punktzahl steht. Und das Besondere quasi ist, dass diese Punktzahl komplett zufällig ist. Das heißt also, jedes Mal, wenn man den Emote abspielt, ist es wieder eine andere Zahl. Dabei sind die Zahlen von 0 bis 10 drauf. Ihr seht schon die 10. Mal gucken, ob wir auch noch die 0 irgendwann bekommen. Nee, anscheinend nicht. Doch, da. Ihr hört auch schon im Hintergrund vielleicht ganz leise so einen, ja, etwas traurigeren Sound. Dafür gibt es auch noch für die 10, glaube ich, gibt es noch so einen kleinen Jubelsound. Grüße gehen raus an Lutzus, der mir das erzählt hat. Mal gucken da. Vielleicht hört man das ganz, ganz leise. Ich versuche das Geräusch noch ein bisschen zu verstärken. Man hört halt ganz leicht im Hintergrund so Applaus bei der 10. Ja, finde ich ganz lustig gemacht, den Emote. 200 V-Bucks auch absolut in Ordnung. Ich bin ja persönlich ein Fan von diesen Random-Emotes, weil man damit einfach halt in-game auch mit seinen Freunden irgendwie ziemlich lustige Sachen machen kann. Ob man jetzt irgendwelche, ja, Custom-Spiele macht, zum Beispiel in der Spielwiese. Irgendwie halt so, jeder macht eine braune Zahl und jeder bekommt den entsprechend Waffen. Oder man macht irgendwelche Slots und sagt dann, okay, so Glückstürmäßig, du bekommst die
die Waffe hinter der Tür, die du als Zahl hier bekommst, also hinter Tür 10 zum Beispiel. Oder meinetwegen, man ist in einer Gruppe von 4 und sagt, wer bekommt den Chuck-Chuck, der mit der höchsten Zahl. Da gibt es halt extrem viele Möglichkeiten und ich finde 200 V-Bucks ist dafür ein richtig guter Preis. Wenn ihr also dafür für euch so ein bisschen die Verwendung seht, dann kann ich diesen Emote absolut empfehlen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Nehmt jetzt noch unbedingt am heutigen Gewinnspiel teil, beziehungsweise am großen Weihnachtsgewinnspiel. Heute verlose ich ja wieder 100 Euro an V-Bucks, also wieder hier 13.500 V-Bucks, wie jeden Tag jetzt. Und alles, was ihr tun müsst, um diese V-Bucks zu gewinnen, ist einfach nur, mich als Creator einzutragen und mir ein Foto davon zu schicken, also einfach nur Snoxy hier als Creator hinzuzufügen und dann auf Annehmen zu klicken und mir ein Foto davon zu machen. Am besten einfach mit dem Handy kurz ein Foto machen, wie zum Beispiel oben rechts Unterstützer Creator Snoxy drin steht und mir das auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snoxy, also quasi wieder ohne das I. Einfach nur dort als, ja, private Nachricht zum Beispiel schicken und ich versuche dann so viele Nachrichten auch wie möglich zu lesen und keine Sorge, selbst wenn ich eure Nachricht nicht lese, ihr nehmt natürlich trotzdem am Gewinnspiel teil. Heute zum Beispiel hat auch jemand gewonnen, ihm hatte ich noch nicht geantwortet, das kann ich jetzt quasi direkt auflösen, nämlich hat heute der Chrissy-0702 gewonnen. Ich hatte seine Nachricht noch nicht gelesen, aber er hat halt, wie gesagt, trotzdem gewonnen. Das ist gar kein Problem, also selbst wenn ich nicht schaffe, eure Nachricht zu lesen, keine Sorge, ihr nehmt trotzdem teil. Und er hat mir das Bild geschickt, ich blende, glaube ich, jetzt mal hier diesen Screen ein, ich habe schon am Handy einen Screen eben gemacht davon. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an dich, du hast heute die ersten 100 Euro gewonnen, quasi das erste Türchen ist geöffnet vom Adventskalender. Ich habe dir auch schon geschrieben, dass du mir mal bitte schreibst, auf welcher Plattform du spielst, dass ich dir dann 100 Euro Paysafe-Card, PSN-Gutschein, Xbox-Gutschein oder zum Beispiel auch für die Switch, hier Nintendo, ich glaube Nintendo eShop heißt das, hatte ich bisher nur ein einziges Mal, dass ein Gewinner auf der Switch gespielt hat. Deswegen, also schreib mir gerne mal zurück und dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an dich. Und natürlich an alle anderen, einfach nur hier kurz Snoxy eintragen und mir ein Foto davon schicken, um die nächsten 100 Euro am morgigen Tag zu gewinnen und die Chance zu haben auf eine Nintendo Switch, PlayStation 4 oder eine Xbox. Am 24. Dezember könnt ihr das gewinnen. Und dann würde ich sagen, war es das schon zum heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid auf meinem Kanal, könnt ihr auch gerne jetzt noch abonnieren, um keine Skins und keine Videos mehr zu verpassen. Und dann könnt ihr wieder jetzt rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also Top oder Flop. Ich würde sagen, insgesamt heute eher ein Flop, nicht so besonders. Das coole Sachen. Der Emote ist zwar ganz in Ordnung, aber der reißt, finde ich, den Shop heute auch nicht mehr raus. Und von mir eher ein Flop. Könnt ihr gerne rechts immer abstimmen. Und das war's dann schon zu diesem Video. Ich wünsche euch noch einen entspannten Samstag. Ich werde heute leider viel zu tun haben, deswegen werde ich wahrscheinlich nicht zu einem weiteren Video kommen, aber vielleicht werde ich hier gegen Abend noch streamen. Wahrscheinlich Late Night Stream, bis zu meinem Shop wird heute auch wieder kommen. Also hören wir uns vielleicht dann heute Abend wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Got your solo way, got your